Zurzeit bin ich also auf der Kosmetika in Wiesbaden, eine Kosmetikfachmesse. Es geht natürlich um Nageldesign, um Kosmetik, um Make-up. Ich schaue mich um. Ich glaube, als erstes gehe ich jetzt mal zu Alessandro. Das ist nämlich hier gleich hinter mir. Und hoffe, ich finde jemanden, der mir da erzählt, was es da für Neuigkeiten gibt, Trends und ja, einfach was gut läuft und was angesagt ist. Luxury Dream Collection ist der Luxus bei Alessandro. Warum? Der Luxus pur in der Handpflege und Nagelpflege bei Alessandro. Ganz wertvolle Inhaltsstoffe geben die Creme her. Und wir haben 24 Karat Goldpartikel im Nagellack. Luxus pur für jede Frau. Was macht denn jetzt die Handcreme so besonders? Was sind denn das für Wirkstoffe? Die Inhaltsstoffe sind genau abgestimmt auf den Hauttypen, eine reife Haut, geben sehr viel Feuchtigkeit und spenden für den ganzen Tag eigentlich genau die Wirkstoffe, die eine Haut braucht. Was ist das Besondere am Alessandro Nagellack? Alessandro Nagellack ist dadurch besonders, dass er besonders gut hält und sie eigentlich keine Absplitterung nach 2-3 Tagen wie gewöhnlich halten, sondern er auf jeden Fall bis zu einer Woche hält. Krokoglam, was hat es denn damit auf sich? Krokoglam, jetzt für den Herbst. Viele kennen schon Crash Coat, war auch bei Alessandro. Jetzt ist Krokoglam, das heißt, es ist ein Krokomotiv, was sich automatisch bei der Lackierung auf den Nagel zaubert. Fantastische Effekte, jetzt gerade für die Herbst-Winterzeit. Glam Session, der neue Herbst-Winter-Look von Alessandro International mit bezaubernden Farben für ihre Kollektion. Zeigen Sie mal doch mal so die Renner. Die Renner sind diese 10 Farben. Für jeden Geschmack wird etwas dabei sein, sei es ein kräftiges Pink, ein schönes Rot mit Glitzereffekten, als auch schöne gedeckte Farben zu Ihrer Herbst- und Wintergarderobe. Nehmen Sie die mal raus und zeigen Sie mir die mal eben bitte. Ah, so sieht das aus, okay. Das heißt, ohne Pflege geht gar nichts. Ohne Pflege geht gar nichts. Bei Nail-Designern sowieso nicht. Pure Hightech UV Master Gel ist dermatologisch getestet. Das heißt, insbesondere auch für Allergiker geeignet. Und vor allen Dingen, was ganz, ganz wichtig ist, der Nageldesigner hat sehr wenig Arbeit. Es ist kaum Feilarbeit notwendig. Es glättet sich von selber. Es ist transparent und sieht absolut natürlich aus. Worauf muss ich denn achten? Wenn ich jetzt Kunde bin, habe das noch nie gemacht. Woran erkenne ich einen guten Nageldesigner oder dass der das eben alles richtig macht? Oh, das fängt schon ganz, ganz früh an. Das geht bei der Hygiene los und hört eigentlich beim Modellieren der Nägel auf. Worauf achten Sie als Kunde? Das ist sehr, sehr schwierig. Unsere Top-Nageldesigner zeichnen sich darin aus, dass sie immer sehr hygienisch arbeiten und vor allen Dingen die Produkte verwenden, die für Sie als Kunde auch gut sind. Das können Sie natürlich nicht so sehen, aber Sie werden es an der Modellage erkennen. Das heißt, abbrüchige Nägel oder splittrige Nägel, das ist ein Zeichen für keine gute Qualität. Die Alessandro Gele halten perfekt. Was unterscheidet jetzt Lack Sensation von den anderen Lacken? Lack Sensation ist eigentlich die neue UV-Nagellack-Maniküre, das heißt die neue Generation von Nagellacken, was im Institutbereich angeboten wird. Es wird ausgehärtet, das heißt, Sie haben keine Trocknungszeiten mehr, in 60 Sekunden trocken und erhält bis zu 3 Wochen. Das heißt, eine Frau braucht nicht jede Woche ihre Nägel zu lackieren. Sie geht einmal ins Studio mit Lack Sensation und sie hat feste, brillante Farbnägel. Das ist eigentlich das, was sich jede Frau wünscht. Der Hammer. Das funktioniert? Das funktioniert. Weihnachten steht vor der Tür und das sind die Geschenkstipps, nehme ich an. So sieht's aus. Alessandro lässt sich jedes Jahr wieder was Neues einfallen. Dieses Jahr Guardian Angel, Schutzengel, immer wieder ein Thema, nicht nur zu Weihnachten. Alles wunderbar in Dunkelrot und Gold gehalten. Eine Creme, die wunderbar nach Chocolate-Karamell duftet. Man könnte sich reinlegen. Verschiedene Geschenksets. Ein Geschenk ist immer willkommen. Kleine Kunden-Incentives mit kleinen Tuben zum Testen oder einer passenden Nagelfeile dazu. Sie sehen, wir haben alles dabei, um Weihnachten ein Fest der Liebe erscheinen zu lassen. Hinter mir jetzt die Kosmetikabteilung. Also unten waren mehr so Nails, da gehe ich vielleicht gleich nochmal hin. Und bei der Beauty muss ich erstmal noch gucken, was da Neues ist. Also auf den ersten Blick habe ich jetzt nichts gesehen, aber vielleicht finde ich ja noch was Spannendes. Genau. Was ist das Besondere? Das ist ein Feuchtigkeitsserum, das zieht sofort in die Hände und hinterlässt keine Fettschicht. Und es ist leicht und passt in die Handtasche? Das ist super leicht, ja. Wie Sie sehen, das ist nur so eine Ampulle und das passt in jede Handtasche. Also ich bin hier am Stand von Cosmetics und werde geschminkt womit?
Mit dem Mineralpuder. Mit dem Mineralpuder. Also vorher und jetzt kommt der Mineralpuder. Genau. Das ist jetzt ein ganz, ganz leichtes Puder. Man kann das natürlich auch noch in auffälligeren Farben wählen. Das Schöne an dem Puder ist, dass wenn man schwitzt, legt sich kein Fettfilm mehr oben drauf. Die Haut ist nicht verschlossen, die kann immer noch atmen. Kann damit in die Sonne gehen. Übrigens, diese unglaublich hübsche Kosmetikerin möchte nicht gefilmt werden. Deswegen seht ihr nur mich. Und jetzt kommt? Ich trage jetzt nochmal mit demselben Puder, nur in Ton dunkler, ein bisschen Rouge auf. Ich kann natürlich das Puder auch fürs komplette Gesicht verwenden. Das wäre mir jetzt nicht so recht. Das habe ich mir gedacht, deswegen habe ich es nur gesagt. Okay. Ah, was kommt halt? Was ist das schön? Das ist einmal ein Feuchtigkeitsgloss. Sie haben ja jetzt schon so einen schönen roten Lippenstift drauf. Jetzt veredeln wir den nochmal ein bisschen mit einem Feuchtigkeitsgloss. Spendet Feuchtigkeit, gibt noch einen schönen Glossy-Effekt, vollere Lippen. Hält? Das hält, genau. Und es klebt nicht ganz so doll wie diese typischen Lipglosse, ne? Lippen, Augen, Rouge. Einmal nach oben schauen bitte. Ich gehe jetzt nochmal hier unten bis zur Hälfte, um das Auge optisch nach außen zu öffnen. So Leute, schöner geht nicht. Jetzt kracht mir nämlich auch gleich der Arm runter. Nachdem ich jetzt super geschminkt bin, habe ich hier noch einen Stand entdeckt. Die haben was Tolles für die Zähne. Das erklärt mir gleich. Virginie Lehmann. Virginie Lehmann. Warum soll ich das nehmen? Das ist ein Produkt, was einen Preis gewonnen hat als bestes Dentalprodukt, was pflegende Inhaltsstoffe hat und was neben der Zahnaufhellung nicht ihren Zähnen schädigt oder ihren Zahnschmelz schädigt, ne? Weil keine Schleifpartikel drin ist. Man nennt das immer in der Zahnsprache RDA-Wert. Das ist dieser Abrasionswert, der diese Schleifpartikel dotiert, sage ich jetzt mal. Und der liegt hier wie bei einer Kinderzahnpasta. Ne? Muss ich das jeden Tag machen? Ja, das können Sie jeden Tag machen. Ne? Und nach dem Zähneputzen, zum Zähneputzen, statt Zähneputzen? Das ist wie eine Zahnpasta, die Sie täglich benutzen. Ne? Das ist keine spezielle Anwendungsform. Das können Sie wie eine normale Zahnpasta morgens, abends, mittags verwenden. Okay.